Kaiserslautern gegen den deutschen Meister mit 2:0. Und wir schalten jetzt ins Frankfurter Waldstadion. Dort sitzt auch der Frankfurter Trainer Dragoslav Stepanovic. Und der müsste jetzt eigentlich auf unserem Monitor im Hintergrund erscheinen. Da ist er. Guten Abend, Herr Stepanovic. Guten Abend, Herr Weber. 2:0 gegen den deutschen Meister gewonnen. Die Lauterer haben nicht viel für die Offensive getan. Sind Sie ein bisschen enttäuscht vom deutschen Meister gewesen? Nee, ich bin mit Mane zufrieden, gell? Weil wir haben also da eben das gemacht, ja, unter Druck gesetzt, ja, dass die nicht so viel nach vorne machen können. Sie haben vor der Saison gesagt, wir spielen um den Titel mit. Ist das die Forderung des Präsidiums? Wir wollen ganz oben mitspielen. Ob wir um die Titel spielen, werden wir in den letzten 5 Spielen am Ende schon sehen. Sie haben Uli Stein zum Mannschaftskapitän gemacht. Warum? Weil ist der Mann, der die Aufgabe, die er hat, erstmal erfüllt. Er ist in der Lage, Mannschaft zu motivieren. Er ist jetzt im Moment der Mann, der das ganze Mannschaft zusammenhält. Sie haben gesagt, die 4 Spieler Stein, Binz, Bein und Möller entscheiden die Spiele in Frankfurt. Wie sollen sich denn da die anderen Spieler vorkommen, wenn Sie das hören oder lesen? Muss man nicht alles zu den unseren Gegnern sagen, aber Michael Klein hat das Spiel gegen Schalke entschieden. Gell? Die sollen auf die 4 aufpassen und wir schicken die anderen ins Feld. Haben Sie eigentlich Kontakt zum Bundestrainer Berti Vogt? Sprechen Sie mit dem mal öfter über Ihre Nationalspieler? Aber wir haben uns letztes Mal gesehen bei Trainertagen, wir haben uns ausgesprochen und jetzt sehen wir weiter. Was heißt ausgesprochen? Legen Sie ihm da ganz besonders zum Beispiel mal... Über den Andreas Meller, über Manny Binz, ja. Ja, über Uwe Bein, ja, haben wir mal gesprochen über das ganze 3 Nationalspiele. Stichwort Manny Binz, der könnte ja mal eine Chance wieder bekommen in der Nationalmannschaft. Wenn Sie sagen, ich bin ja, also ich bin dafür. Aber in der Defensive hat er ein paar Probleme. Stimmen Sie da mit mir überein? In der Offensive ist er sehr stark. Wo haben Sie gesehen die Probleme, sagen Sie mir nur? Beim letzten Spiel, beim letzten Heimspiel gegen den VfL Bochum habe ich es gesehen. Nee. Da müssen wir zusammen nochmal spielen sehen, ja? Kein Problem. Manny Binz stark in der Offensive, schwach in der Defensive. Meine persönliche Meinung, Sie haben eine andere. 17 Bundesliga-Trainer haben sich eigentlich dafür ausgesprochen, also auch viele Präsidenten, dass es eine 18er-Liga geben soll in der Zukunft. Sie sagen, ich will eine 16er-Liga. Mit welcher Begründung? Ja, erstmal wegen den Mannschaften, die in europäischen Wettbewerben spielen. Aber wenn man die heutige Besuch sieht, ja, bei uns ja, und diese Spannung bei uns ja und überall, ja, ich bin der Meinung, dass der 18er auch also erreichen wird. Also 16er meinen Sie? Nein, meine ich ja, ich bin ja für 16er. Ja. Dass man Mittwoch, Samstag zum Beispiel die Vereine wie Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Bayern München, die sind nur noch unterwegs, ja. Die Nationalspiele müssen immer wieder da nochmal dazwischen Spiele haben. Und bin ich ja dafür 16er, aber wenn ich die ganze heute, die 45.000 Zuschauer sehe und diese Spannung, das 18er wird auch nicht schlecht. Okay, ganz anderes Thema, Sie sind in Jugoslawien geboren, ich glaube, das weiß jeder. Die Situation in Ihrem Heimatland, die spitzt sich immer mehr zu. Wie beurteilen Sie denn die ganze Situation, die Entwicklung aus der Entfernung? Haben Sie noch Verwandte in Jugoslawien? Ich habe ja Verwandte in Jugoslawien. Ich bin der Meinung, dass sie endlich mal aufhören sollen auf beide Seiten, und sich mal irgendwo ausspreche, ob das ein Jugoslawien gibt, ja, ob das gibt das oder jenes, gell? Aber mit Leuten zu töten und dann irgendwo weiterzuspielen, das geht nicht. Die Leute brauchen Job, ja, die zufriedenen Leute werden nie zu einem Gewehr greifen, nur Unzufriedene, gell? Und die Politiker sollen sich erstmal zusammensetzen und irgendwas aus diesem Land machen. Oder ganz Europa heute immer zusammenziehen will, ja, die wollen irgendwo Grenze und was weiß ich. Sie sitzen immer fein, beziehungsweise stehen an der Seitenlinie im Anzug. Mir gefällt das, muss ich sagen. Die Eintracht-Krawatte, glaube ich, auch wieder passend. Sie rauchen Zigarillos, 20 Stück habe ich gelesen pro Spiel. Warum rauchen Sie keine Zigaretten? Ich habe ja eben erwartet, ja. Ich habe mir gedacht, das kommt die Frage am Anfang, gell? Deswegen haben Sie auch eine gleich sich angesteckt. Ich habe immer Zigarillos. Aber warum rauchen Sie keine Zigaretten? Weil Zigarillos rauche ich ja wenige, Zigarette zu viel mehr. Rauchen Sie auch beim Training? Ja, wenn sein muss, ja. Was sagen die Spieler dazu? Die Spieler brauchen nicht zu sagen, die müssen trainieren. In 2 Tagen haben Sie Geburtstag, dann werden Sie 43. Haben Sie, abschließende Frage, noch einen ganz besonderen Wunsch vielleicht? 2 Punkte in Hamburg. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses Gespräch in Frankfurt. Danke, Dragoslav Stepanovic. Danke auch. So. Runter! Ja. Gebe runter! Ja, ich weiß nicht, wir sind jetzt dran. Dragoslav Stepanovic. Das ist die ganze Saison, ja, das ist eine hervorragende Saison und das ist das Ganze, was ich also hinter uns steht im Moment. Ja, und ich freue mich. Sie haben eben auch noch mal bei uns kurz gesehen, es war eben Weber hat einen Elfmeter, den gab es nicht. Nutzt mir gar nichts. Das nutzt mir gar nichts. Ja. Elfmeter ist ja dann, wenn der Schiri pfeift. Ich möchte jetzt gerne mal in Sie reingucken. Also nein, warum nicht? Ja. Ich bin ja so
Ich habe es ja so in der zweiten Halbzeit, gell, und so viele Chancen, die wir gehabt haben, nicht ausgenutzt haben, habe ich mal so gern sowas, gell, aber haben sie es heute auch nicht verdient. Sport bringt viel Spaß und viel Glück, ja, auch viel, also viel Freude, gell. Ab und zu, der Pech bringt ja auch so viel Scheiße, aber müssen wir damit leben. Vielen Dank. Sie machen einen relativ gelassenen Eindruck. Ich weiß jetzt nicht, wo es weitergeht. Start der Eintracht. Ich kann mir vorstellen, dass Wolfgang Weyers jetzt einen lockeren Dragoslav Stepanovic am Mikrofon hat. Ja, heute war die Sonnenbrille erforderlich, um nicht geblendet zu werden vom Glanz des Frankfurter Spiels. Ja, ich bin nicht geblendet worden. Ich wusste, was in der Mannschaft steckt. Aber dass wir ab und zu heute nicht zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Mittel gefunden haben, steht ja fest. Wir haben es 1-0 gewonnen, ich freue mich, aber das war nicht so ein Spiel, wie ich mir vorstelle. Wir hatten also mehrere Möglichkeiten gehabt und in den ersten 20 Minuten, muss ich ja sagen, unter Druck haben wir sehr, sehr schlecht ausgesehen. Die Kölner haben in der ersten Halbzeit besser gespielt, ganz klar. Der Aktivposten bei Köln war der Andrzej Rudi. Wäre es nicht besser gewesen, den enger zu decken, vielleicht sogar in Manndeckung zu nehmen? Ich will ja, ich decke keine. Ich muss mal mein Spiel und ich freue mich. Erste Halbzeit haben wir also ein paar herrliche Aktionen gehabt. Der zweite Halbzeit, glaube ich, haben wir dominiert. Und da ist ja mein Spiel. Aber es soll also der ein Spieler kann nicht die ganze Mannschaft rütteln, wach kriegen. Und dadurch, also ich sehe keine Gelegenheit, den unter Deckung, unter Kontrolle zu nehmen. Heute hat der Uwe Ballmer in der Spitze gespielt, der Kruse sich etwas mehr fallen lassen. Ist das möglicherweise auch ein taktisches Konzept für andere Spiele? Nee, der Uwe hatte bei einem Angriff, bei einem Zweikampf, bei der Muskelbauchzerrung gehabt, ja. Und dann, der Doc hat mich signalisiert, dann muss ich ihn auswechseln. Aber dass ich bei Uwe so vorsichtig bin, habe ich gesagt zum Kutte, du übernimmst seine Rolle, er übernimmt deine Rolle und dann wechselt euch so. Und der Kutte hat vorrang gespielt und hat sich für die Mannschaft eingesetzt und war trotzdem sehr gefährlich vorne. Meine zwei Spitze, die in Vorbereitung nicht so gut gespielt haben, jetzt im Saisonspiel sehr gut. So, nun schauen wir uns mal an, wie dieser zweite Spieltag komplett aussieht. Das kann ich letztendlich nicht lust. Bei uns im Studio sind die Trainer eingetroffen. Ich beglückwünsche erstmal Steppi Stepanovic. Danke. Und freue mich, dass Christoph Daum trotz der schweren Woche, die er hinter sich hat, trotzdem zu uns ins Studio gekommen ist. Fangen wir an mit dem Sieger. Herr Stepanovic, am Anfang lief es ja gar nicht so gut. Und das ohne Bein. Also ich muss ja gestehen, dass ich gezittert habe, dass ich bereut habe, dass ich mit der Mannschaft angefangen habe. Aber mit Uwe Bein habe ich ja vorm Spiel gesprochen. Und er hat sich nicht so gefühlt gegen so eine Spitzenmannschaft über 90 Minuten oder am Anfang, wo der so Druck hoch ist, ja, durchzuhalten. Da habe ich mich entschieden für eine Idee, also dass die zweite Halbzeit reinkommt, wenn überhaupt. Um die jungen Leute, habe ich mal Chance gegeben, um die erste 45 Minuten zu spielen. Dann haben wir jetzt aus authentischer Quelle die Begründung gehört. Und Christoph Daum, nach den vielen Chancen in der ersten Halbzeit, zumindest in den ersten 30 Minuten, fühlen Sie sich unter Wert geschlagen mit dem 4:0? Eintracht Frankfurt ist eine Mannschaft, die um die Spitze mitspielt. Das habe ich auch vorher gesagt. Und sie hat das, glaube ich, heute ganz klar unterstrichen. Und es gibt nicht irgendetwas für, sagen wir, Spielanteile oder für vielleicht herausgespielte Torsituation. Das Einzige, was zählt, ist, wenn der Ball im Tor ist. Und dort hat die Eintracht eben ganz klar ihre Klasse unter Beweis gestellt, dass sie im Prinzip aus anderthalb Torsituationen ein Tor macht. In der Anfangsphase. Insgesamt waren es dann 4 und die schauen wir uns mal zusammen an auf dem Monitor. Und es ging los nach gut 30 Minuten schon mit diesem Treffer von Anthony Yeboah, der insgesamt auf 7 Treffer jetzt schon in der Bundesliga gekommen ist. Ich denke mal, wir haben die Zusammenfassung bereit. Die Höhepunkte dieses Spiels waren nun mal die 4 Tore. Da geht es also los, die Eintracht in den gewohnten Trikots, also rot-schwarz und dieser herrliche Kopfball. Muss man da dem Gegenspieler von Anthony Yeboah eine Mitschuld geben, Christoph Daum? Wir sehen es bestimmt gleich noch in der Zeitlupe. Also ich sehe überhaupt keine Veranlassung, jetzt hier nach dem Spiel irgendwelche Schuldzuweisungen zu geben. Das werden wir zu Hause machen. Ganz klar muss man feststellen, dass Yeboah eine Wahnsinns-Sprungkraft hat und viele andere Spieler haben da schon das Nachsehen gehabt. Und das sehen wir dann hier auch gleich noch beim 2:0, das in der zweiten Halbzeit fällt. Das ist die Entwicklung dazu. Hier haben wir Weber, der das 1:0 auch schon vorbereitet hatte, dann diese herrliche Flanke. Und dann Immelsfehler, Buchwaldsfehler, wie sehen Sie das? Das ist eine Fehlerkette. Eigentlich müssen wir berücksichtigen, wie der Fehler entsteht. Wieso kann Weber auf der rechten Seite so durchkommen und so frei flanken? Auf der linken Seite, klar. Ja, okay, so frei durchkommen und flanken. Dann muss man natürlich sagen, wenn der Torwart rauskommt, sollte er den Ball haben. Da sieht man nicht gut aus, aber auch wieder extra klasse Yeboah.
Und dann sehen Sie hier die Großtat von Uwe Wein, Steppi. Und der Axel Kruse ist da viel schneller als sein Gegenspieler, obwohl er den Ball hat. Das ist die eigentliche Stärke von Wein, aber auch die Schnelligkeit von Kruse, dieses Zusammenspiel. Ne? Also ich bin der Meinung, wenn er am Ball ist, die Genauigkeit, wie er getimt hat, diesen Ball, für unsere Spieler, das war Wahnsinn. Und dass Axel Kruse jetzt diese Saison also so gut dabei ist, ja, und jetzt die Dinge, die er letzte Saison am Anfang, wo er gespielt hat, nicht getroffen und nicht getroffen hat, jetzt langsam trifft er. Aber ich muss ja sagen, also wenn man das ganze Spiel sieht, die ganze Spielanteile, die ersten 30 Minuten, der Stuttgarter verdient, auch ein oder andere Tor zu schießen. Dann weil der Uli hat ja zweimal also so super gestanden, ja. Weil die jungen Leute, die wir heute im Spiel gehabt haben, haben nicht begriffen. Aber ein etwas älterer hatte dann noch einen oben drauf gesetzt. Das war hier Stefan Studer mit diesem herrlichen Schuss, das 4:0. Ich bin der Meinung, nach 2-0, nach 3-0, wo die alles nach vorne geworfen haben, dass man sich nach hinten nicht so orientiert und nicht also so gut in Abwehr steht, ist ja ganz normal. Aber ich bin der Meinung auch, dass der Sieg also ein bisschen zu hoch ausgefallen ist. Ja. 13 Tore haben sie jetzt in den letzten beiden Spielen oder die Mannschaft geschossen. Ja. Einmal im UEFA-Pokal, einmal in der Bundesliga. Auf die Tabelle hat das natürlich auch Auswirkungen, liebe Zuschauer. Und wir schauen uns zumindest mal die Spitze an. Die Bayern sind weiter vorn, das ist völlig klar. War auch vor diesem Spiel schon klar. Aber dann ist Frankfurt neuer Zweiter mit 12:4 Punkten. Stuttgart ist auf Rang 5 mit 11:7. Also noch innerhalb der UEFA-Cup-Ränge. Und ich denke mal, da werden noch bessere Zeiten kommen, vor allen Dingen in den nächsten Heimspielen. Jetzt wollen wir noch mal ganz schnell eine Sache klären, die mir ganz wichtig ist. Man las immer wieder, Herr Stepanovic, dass die beide gar nicht so miteinander können, obwohl sie früher für den Christoph Daum sogar Spiele beobachtet haben. Ja gut, also ich habe einmal für Christoph Spiel geguckt, ja, und ich habe also einmal ihm die ganze gegeben, also was ich gesehen habe. Aber es ging ja um einen Satz, also den ich mal irgendwo gelesen habe, und ich habe ja auch Antwort gegeben. Und weil er hat nicht dementiert, und ich habe gesagt, im Moment ist er gut und schön, ja, also ich weiß, dass ich härtere Zeiten kommen, und es war sehr hart in Rostock, und mich an Rostock zu erinnern, also ist nicht fair, habe ich mir nur gedacht. Da müssen Sie darauf antworten, Herr Daum. Ja, also ich finde das eigentlich zu primitiv, mich über die Presse zu unterhalten, und da will ich nicht drauf eingehen, denn ich weiß, wie wir Trainer provoziert werden mit einigen Sachen. Ich weiß, dass Steppi einige Sachen, so wie sie gedruckt worden sind, nie gesagt hat. Da wird einiges dazu gemacht. Ich kann nur dazu sagen, ich freue mich, dass es so einen Kollegen wie Steppi in der Bundesliga gibt. Der hat Großartiges bisher geleistet, und dafür gehört in jede Menge Anerkennung und Respekt. Und trotz dieser Dinge würde ich sagen, dass ich ihn weiterhin, Freundschaft ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber zu meinen guten Bekannten zähle, weil ich weiß, wie hart es in diesem Geschäft zugeht. Das war doch schon mal wieder ein Schritt in Richtung Steppi, ne? Wollt ihr euch wieder vertragen? Klar. Ja, meine Herren. Es gibt eigentlich nichts zu vertragen. Nee, ich meine ich auch. Dann ist doch alles gut. Danke Ihnen, dass Sie da waren. Danke Ihnen. Viel Glück für das Wiederholungsspiel, wenn es dazu kommt. Gegen Lietz oder das dritte Spiel. Ich hoffe mal, dass der VfB dann noch eine Runde weiterkommt. So, Reinhold Beckmann. Ich schaue halt die Daumen bei dem Wiederholungsspiel. Ich glaube, dass er kommt. Und siehst, dass er also den Daumen, also der Christoph durchkommt. Dann haben wir doch ein harmonisches Ende gefunden. Ist ja ganz in Ordnung. Also, Reinhold Beckmann und Helmut Schulte, bitte.